Seid gegrüßt zurück zu Rising World. Diese Folge wollten wir diese Truhe da mal schließen hier. Konnte die denn da noch auf sein? Nee, diese Folge wollten wir Sand sammeln für Glas. Ich denke, das machen wir auch mal direkt mal. Allerdings, ich muss mich mal vorbereiten. Ein klein wenig. Warum will er immer die Holztruhe entfernen? Was soll denn das immer? Komm, mit einem rostigen Schwert. Hammer brauche ich jetzt gerade nicht. Also kann das mal darin. Wir wollen bloß Sand sammeln. Also brechen wir auf zum Strand. Mentale Unterstützung ist natürlich auch dabei. Da klar ist, wir fahren an den Strand. Naja, fahren nicht, aber wir laufen zumindest dahin. Nee. Ich hoffe, es gilt noch nach wie vor, dass man mit der Spitzhacke das Ding auch abbaut. Nicht schon, dass die Schaufel schon integriert ist. Ach ja. Müssen wir uns auch noch gleich nochmal vormerken, hier die Bäume, dass wir die anders stellen. Vor allem abstellen, ne? Muss meine Frau da schon, lass ich wieder den Clown raushängen oder was? Zur Ostküste, jo. Was soll ich sagen? Also, es war mal wieder klar, dass man nicht auf die auf die toxische Community hören sollte, ne? Ich rede mal wieder von Pokémon. Pokémon Legends Arceus. Arceus, wie auch immer. Nachos. Meinte mal ein Kumpel, sich zu versprechen. Na, Kevin. Nein, er war es nicht, sondern sein jüngerer Bruder. Auf jeden Fall. Warte, wie fange ich am besten an? Also, es war klar, dass man auf die nicht hören sollte, weil wenn man es selber spielt, auf einmal finden sie es alle wieder gut. Aber vorher noch, gib keine 50 oder 60 Euro aus. Ja. Und ich meine, bisher bereue ich es ja auch noch nicht, dass ich das Spiel schon angefangen habe. Warum kommt denn von dir kein Let's Play auf YouTube? Weil es nicht geplant ist. Und außerdem habe ich nicht das Gear für. Ich meine, auch wenn ich mit dem Let's Play aufhöre, ein Elgato will ich mir nichtsdestotrotz für den Eigengebrauch noch holen. Sei mal dahingestellt, ob es logisch ist oder nicht.
hält sich aber auch wacker. Hm? Wir könnten eigentlich auch ein bisschen lossprinten. Ein weites Feld. Klar, wir hätten auch rüberfliegen können, ne? Aber... Ach, was soll es? Können wir hier mal gemütlich was anderes sehen? Dabei... Na, jetzt habe ich keine Fackel natürlich mit. Aber... Warum auch? Wir haben doch die Lampen an. Gleich werden wir wirklich zum Hafen Kaspar. Ja, der Mond geht auf im kraftvollen Schein einer Fee. Da haben wir's. Bisschen rennen. Irgendwann werden wir schon wieder da sein. Hep. Ich sollte nicht dabei springen. Stück geben. Ach ja. Viele stoßen sich ja auch an der Grafik auch schon so an. Das hätte man doch ruhig besser hinkriegen können. Nee, aber viele vergessen, dass Pokémon, ne, ist eigentlich so, naja, laut Game Freak ist das eigentlich ein Spiel für Kinder, aber man sieht ja, welche Generation daran das spielt. Habe ich es noch gar nicht mehr gesehen, dass irgendwie ein Pokémon jetzt, dass ein Kind sich Pokémon gekauft hat oder so. Aber gut, das muss ja nichts heißen, nur weil ich es nicht gesehen habe. Ah ja, wir kommen... So langsam endlich am Strand. Ostküste Sabine. Mhm. Davon schon das Herz. Ich werde mir auch weiter weg irgendwo eine Stelle suchen, wo ich dann buddel. Aber schon noch, dass ich... war. Ein Schaf am Strand.
Da sind mir die Hügel zu hoch, wir können das mal machen. Habt ihr mal Sand so zerbröselt gesehen? Ha, ha. Nee, ne? Es ist ja auch so, das stört jetzt auch die Grafik jetzt nicht sonderlich. Dass die ja so teilweise so verschwommen ist. Also diejenigen, die sich darüber beklagen, sind einfach nur Bitches in meinen Augen. Entschuldigung. Afrika leiden alle Hungernot und die beschweren sich über eine schlechte Grafik. Okay, dummer Vergleich. Ja, vielleicht ist das auch nur erfunden, die Hungersnot. Kann ja auch nur sein, dass es oft nur vom Fernseher so, ne, suggeriert wird. Manchmal denke ich mir schon, ne, vor der Kamera tun sie alle so traurig dann. Aber hinter der Kamera dann, wenn die Kamera aus ist, dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Die Sache ist auch die, die können ja so, ne, wenn sie wollten, ja, Überlebensskills so aufbauen, was wir so einfach nicht müssten, ne. In den, sag mal, dritte Weltländer. Ach nee, nicht dritte Welt, aber halt in wohlhabendere Länder, so. Weiß ich, dass es wirklich so ist, letzten Endes. Dass die. An Hungersnot oder so hart leiden. Ist alles eh sowieso nur Bekehrungsversuch. Palme, du bleibst mir da stehen. Auf einmal wird das zu einem Kokowai. Schauen, wie viel haben wir denn? Wir haben hier 5 Stapel. Ich weiß nicht, mehr bräuchten wir auch eigentlich gar nicht, oder? Na, wobei. Was haben wir zuletzt gesehen? 4 Sand für ein Glas? Oder was war das? Naja, so vorsichtshalber sammle ich halt
ganzen Stapel mehr. Ganze Stapeln. Wie auch immer. Was sagt die Uhr? 3:30 morgens. Oder? Ja, ne? Ja. Ich meine, so schnell dürfte dann kein Maui angestürmt kommen. Dürfen natürlich dann nur kommen, wenn sie kuscheln wollen. Ansonsten einfach mal lieb sein. Ich denke, wir schauen einfach mal, ob das reicht. Das reicht. Wenn nicht, muss ich noch mal außerhalb der Aufnahme sammeln. 50, ach komm, geht noch. Gut. Komm, was soll's, wir fliegen. Und zu schnell nicht nachladen. Sind ja eh schon da, passt.
Knochenbruch. Nicht? Okay. Hallo, jetzt schalten wir das Ding weg und die Tür zu. Danke.